So, ziehen wir mal weiter. Ist schon mehr Nebel? Ich hatte davon schon Nebel. Dauernd Nebel. Oh, was ist hier los? Der Nebel des Grauens. So, gehen wir jetzt hier hoch oder was? Nö, wir gehen ja am Ufer lang. Ich muss bloß gleich mal ein bisschen Wasser organisieren. Hast du eine Schaufel mit? Nee, leider nicht. Mm. Muss ich mit der Hand graben. Profi ja, du hast, am du brauchst ja keinen, du hast ja Wasserschläuche. Ja, aber der ging ja nicht mehr aus dem Dings raus. Deswegen habe ich jetzt auch kein extra Wasser mit. Mm. Der steckt in der Tonne Profi fest. Ja. Das ist halt so ein doofer Bug irgendwie mit dem Wasserschlauch. Hui. Oh, schön planschen. Juhu. Und einen ordentlichen Schluck Salzwasser. Aber hallo. Ja, aber das ist der Wolf, der hier so komisch Torp. Ach, der hat immer noch Torp. Ja, meiner auch. Ja, wahrscheinlich durch die Schlange halt. Ja, meiner hat es vorne halt auch schon gehabt. Naja, ich suche mal kurz ein bisschen Wasser. Mario, der Wassergräber. Aber hallo. Mit der Wünschelrute. Ja, halt klar. Hast du? Ja, warte. Sehr gut. Na dann. Weiter geht's. Jetzt wird er gleich wieder dunkel. 17:47. Uiuiui. Na dann gehen wir weiter. Ja, dann würde ich sagen, schwimmen wir gleich mal hier rüber, weil ich glaube, wenn wir hier rechts rumgehen. Das Torpor hält so ewig. Hm. Wir bleiben einfach mal am Ufer. Gute Schwimmwolf. Oh. Oh, da kommt ein Manta. Hallo. Einfach raufbeißen. Oh, ganz viele Thunfische hier. Hallo, was ist hier los? Was denn gerade? Was denn? Nee, ich habe mich nur gewundert, was das für ein komisches Dings war. Wasser, was war ein Koko? Ich werde die ganze Zeit gepissen hier. Aua! Einfach weiter. Ja, ja, mache ich ja. Dover Manta. Der Pi sagt mich. Armes kleines Wölfchen. Nur so ein paar mehr Mantas sind da dir. Mm. So drei Stück. Oh, ganz nasses Fell. Müssen wir mal kurz Ausdauer tanken. Also Stamina ist ja auch noch so ein Thema für sich. Wie viel hast du denn? Zu wenig gefühlt. Der hat 294. Ich habe 315, ich habe keine Probleme. Irgendwie, weiß ich nicht. Guck mal, da vorne ist eine Flasche, können wir noch holen. Ja. Schon mal einen guten Vorrat zulegen hier. An Schatzkarten, damit wir mal so eine richtig ausgiebige Tour machen können. Schwer, so eine blöde Kobra. Ich will nicht mit der Kobra spielen. Ja, wahrscheinlich haben wir dann die erste Schatztour. Bei der ersten Schatzkarte gehen wir so hart aufs Maul, dass wir dann die ganze Tour wieder abbrechen. Ja, man kann übrigens mit dem Bogen vom Wolf schießen. Ah, praktisch. Genau, kämpfen mit der Schildkröte. Ich mag dieses Wasser hier. Die Wasseroptik ist echt geil. Ey. Ich treff sie nicht. Oh, sie hat die Schildkröte umgebracht. Doofe Kobra. Sag mal. Kriegt die nicht, glaubst du es? Übrigens, die Schildkröten liegen dann auf dem Rücken. Ey, 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 oh, scheiße. Sag mal. Ich bin zu schlecht zum Treffen. Jetzt haben wir's. Oh, also ich würde nicht sagen, dass mit dem Aiming, das war schon immer ein bisschen problematisch. Manchmal, bei dir. Nicht immer. So, wir können gerne immer weiter. Ja, ich warte ja die ganze Zeit nur auf dich. Ja, bitte. Ja, rumgetrödel hier. Ich folge dir. Hast du den Schildkrötenfreund von den drei Schildkröten hier umgebracht? Ja, super. Ich hab den nicht umgebracht. Ja, du hast drauf geschossen. Aus Versehen, aber nicht getroffen. Ja, aus Versehen. Mhm. Ich wollte die blöde Kobra umbringen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier lang kommen. Einfach mal hier lang springen. Das ist halt Badeausflug mit Wölfen. Ja, wenn ich springe, dann ist das hier echt vorbei mit der Ausdauer. Ja. Muss ich kurz warten. So. So viele Schädis. Eigentlich recht friedlich. Ja. Aber der Schein trügt. Da vorne ist nämlich schon ein Kroko und hier schon wieder eine Kobra. Ja, die können wir platt machen. Ist kein Problem. Aber ich habe jetzt noch nicht so irgendwie weitere Rohstoffe gefunden, bis auf diese Poppies, aber das ist jetzt nicht so wirklich der wichtigste Rohstoff, aber so Kristall oder irgendwas haben wir noch nicht, ne? Nee, nix. Würde ich meine, wir haben jetzt natürlich auch noch nicht auf den Bergen geschaut, aber kann ja mal kurz hier hochrennen. Man würde das theoretisch schon sehen, glaube ich. Ja, da ist nur eine Kobra oben. Hm. Sieht noch nicht so von Erfolg gekrönt aus hier. Jo. Nee. Auch nur, wie gesagt, eine Schlange. Das ist ein Alpha. Was? Ein Alpha-Schlange. Lassen wir mal bitte in Ruhe. Wir gehen weiter.
Oh, da ist Pferdchen. Was? Wo? Da, Moment. Unten. Oh, ich sehe es noch nicht. Moment, mein Wolf hat gekackt. Hier wird nicht gekackt, hier wird geschaut. Da ist ein Wölf. Ja, du musst mal ein bisschen weiter gucken, nicht gerade nach unten. Da unten ist ein Schäfchen gewesen. Ja, da sind Elis. Da, da. Oh, Moment, Moment. Da hole ich mein Fernglas raus. Geh einfach mal hin. Brauchst du nicht Fernglas raus? Ja, aber da, Level 11. Können wir gehen gucken. Geil, na komm, runter. Juhu. Oh, aua, Ponk. Kurze Lebenspunkte verteilen. Ein kleines Schäfchen. Oh, ist schon wieder eine Schlange. Ich höre es doch. Lass mich in Ruhe. Oh, cool. Ja, ein Pferd müssen wir uns auf jeden Fall auch noch zähmen. Ich weiß noch nicht, ob das einfach geht. Aber Elefanten, das ist ja schon mal gut zu wissen, dass die hier sind. Na gut, das wussten wir ja schon, dass es Elefanten gibt. Ja, also hier hinten in der Ecke dann. Also klar, letztens vor unserer Hütte war ja auch öfter mal einer. Oh, ein Pferd. Oh, das ist echt hübsch. Ja, leider haben wir jetzt nichts mit, ne? Nee. Oh, hat sie erschrocken. Tschüss. Geht erstmal stiften. Weg ist es. Wahrscheinlich springt sie direkt ins Wasser oder so. Naja, weiß nicht, ob sie Karotte hinten reinschieben muss oder so. Ich weiß ja nicht, was man braucht, um diese Pferde zu zähmen. Das weiß ich leider auch nicht. Was ist das hier? Schon wieder Ameisen. Oh, da vorne sind noch mehr Elis. Ach, und die Abendsonne. Aber noch ist hier nichts Neues zu sehen. Also jetzt keine Ressourcen, die wir noch nicht gesehen haben hier auf der Insel. Ja, die werden wenn dann weiter oben. Aber noch mehr Elis und da vorne ist noch ein Pferdchen gewesen. Ich habe es gerade gesehen. Oh, und hier ist noch so eine Möwe. Oh, die läuft mir hinterher. Hallo. Die kann man, glaube ich, auch zähmen, die Seagulls. Ja. Auf jeden. Müssen wir machen irgendwie. Und ein Papagei brauchen wir auch noch. Ja, das stimmt. Den brauchen wir auch noch. Guck mal, da oben ist da irgendwas. Was ist denn das hier? Da oben auf dem Berg. Was ist denn das? Ist das Kohle oder ist das Eisen? Sieht aus wie Kohle. So viel wie da rumliegt, müsste das auf jeden Fall Kohle sein. Hm. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich mache erstmal die Ameise platt. Ja, das ist Kohle. Juhu. Ein Königreich für Kohle. Ja, guck mal, und ein Schaf. Ein links Schaf, und rechts. Ein Schaf. Ja, zwei. Oh, die bewachen die Kohle. Deswegen sind die auch so ein bisschen schwarz. Oh. Oh, die haben in der Kohle gebadet. Oh, oh. Oh, das sieht richtig cool aus, dieses kleine. Hallo. Oh, so ein schwarz-weißes. Oh. Hallo. Oh, die Schafe sind so süß. Hey, kleines Flauscheschaf. Oh. Oh Gott, sehen die puschelig aus, die kleinen. Mario und das Schaf. Wallo, ganz verliebt. Hm. Oh. Mal hier einen Überblick verschaffen. Sieht schon echt schick aus hier. Da drüben sind auch noch Ruinen. Komm mal hierher. Was denn? Genieße den Ausblick. Ja, da drüben sind Ruinen. Hier, schön mit Wölfchen. Das muss ich mal kurz. Oh, ist das hübsch. Das sieht doch echt nach was aus hier. Dann trotzdem Ruinen? Ja. Da links. Links? Da drüben auf der Insel, oder was? Na, kennt man doch. Naja, das kleine. Ja, dann naja, runter. Kleines relativ von hier aus, siehst du mal ein bisschen winziger aus. Wollen wir mal gucken gehen? Ja. Kann man machen. Na dann. Ich springe hier nicht runter. Nee, das, also. Das war nur so eine komische Idee, die ich sofort wieder verworfen ja, habe. Ja, ich hab das schon geahnt, dass du da irgendwie auf die blöde Idee kommst. Nee, aber ich mach das ja nicht. Also, ich will jetzt auch nicht, dass den Wölfen so viel passiert, ne? So einen kleinen Sprung, okay, aber jetzt nicht ins Verderben. Wir haben schließlich nur zwei. Mhm. Juhu. Oh, noch ein Schäfchen. Ey, das ist wirklich die Schafinsel. Oh, hallo. Cool. So, was ist denn da los? Also, mein Ameisenplage haben wir ja auch. Ja, aber die konnten wir nur zu zweit, ne? Also, da gibt es nicht mehr davon. Na, besser ist auch. Nicht so ein riesen Wusel da. Wie man das von anderen Spielen kennt. So, ich muss mal kurz wieder Ausdauer ringen. Mhm. Ich habe sogar mal Organic Paste. Woher habe ich die? Na, wenn du Tiere tötest, kriegst du ja Organic Paste teilweise raus. Hm. Aber stimmt, es klingt ein bisschen blechern. Nein, ich mag das. Oh, eine Flasche. Ich will. Ich will. Ich bin schneller. Nein. Ah. Oh.
Hm. Ah, ich habe sie gekriegt. Hm, toll. Ja, du kannst sie nächstes haben. Ja, du sagst sie die ganze Zeit. Habe ich noch nie gesagt. Doch. So, da ist ein Fischi. Ja, mal schauen, ob wir da irgendwie so einen Discovery Point kriegen. Oh, Manta, Manta. Nicht beißen, Mann. Ach, zur Not esse ich den auf, wenn er mir zu nahe kommt. Ach mal. Du da, Manta. Komm her, du hast es nicht anders gewollt. Schwimm an die Oberfläche, komm. Ha, haben wir. Oh, schön Fischöl bekommen. Ach, und endlich wieder eine Kobra. Komm her, Kobra. Oder auch nicht. Ich habe immer noch einen sehr wackeligen Arm, muss ich sagen, obwohl ich ja eigentlich hier dieses Steady Aim geskillt habe. Schepper. Der Mario schießt wieder. Hast du gerade die Schildkröte angeschossen? Ja, die hat, die wollte mich unterwegs angreifen. Die kleine Schildkröte. Die folgt mir unauffällig. Oh, ja, die braucht aber ein bisschen, bis sie da ist. So, die Ruine sieht so aus wie die letzte. Die sieht auch aus wie die auf dem offiziellen Server. Ja, das stimmt. Das oder bei J11 unterwegs. Ja, sind. Ja, sieht genau so aus. Genau wie gleich. Aber ich finde es halt cool, dass du wirklich vom Wolf aus auch mit der Pistole schießen kannst, oder mit dem Bogen. Ja, finde ich auch cool gemacht. So, hier ist noch eine Schlinge, die. Aua! Leute, beißt die hoch? So ein Stück aber hoch. Ich stehe irgendwie nicht sicher. So blöd, wenn sie unter dir rumkraucht. Naja. Zeug. Warte mal. Spring einfach mal runter und dann schieße ich wieder von unten. Komm her! Lauf, Wölfchen. Oh, ich treff nicht. Hm. Dann halt so. Kaputt. Sehr gut. Ja, hier ist jetzt auf jeden Fall nichts. Was sagt denn eigentlich die Karte? So viel sehe ich da eigentlich auch nicht. Wir sind gerade da unten an dieser Insel unterwegs. Am Arsch der Heide. Am Arsch der Heide. Oh, was hast du? Ach, du hast hier gerade Nature's Cry an? Mhm. Warte mal, mach ich auch. Oder auch nicht. So, jetzt machen wir mehr Schaden, aber hier ist nichts zum Umbringen. Sehr gut. Ja. Ja, müssen wir mal testen, wenn wir irgendwie das finden, dass wir einfach mal diesen Nature's Cry aktivieren und dann mal schauen, wie viel mehr Schaden wir denn machen. Na, der hat jetzt leider noch einen Cooldown. Ja, ja. Da ist übrigens noch eine Dings hier, eine Flasche. Nö, schnapp sie dir. Die will ich nicht. Doch, los, nimm sie dir. Will ich jetzt los nicht. Jetzt. Nö. Ab ins Wasser mit dir. Nö, nö. Nö, ich nehm die hier vorne. Dann nehme ich die mit. Komm, ein Treasure Map. Ja, ist auch eine Common Treasure Map. Die anderen sehen aber nicht anders aus, oder? Da steht dann einfach nur was anderes. Mhm. Kurz schauen. Ich habe jetzt schon drei. Halt eine für B1, zwei für B1, drei für B1. Oh, die sieht Box von den Krokodilen. Wenn man mit dem Wolf zubeißen will, wenn man vor den Krokodilen steht, wird das nichts. Mhm. Boah, was beißt mich hier schon wieder? Ach, Mensch. Mein Freund, das Krokodil. Mit der blöden Hitbox. Ja, sie haben leider noch immer nicht das Hitbox-Problem gefixt. Ist ein bisschen schade, hat man halt bei den Vultures auch noch. Und jetzt halt bei den Krokos ist das richtig nervig. Wenn man die einfach so gut wie gar nicht erwischt. Es sei denn, man beißt sie in die Wange. Dann geht das. Oh, ich treffe das Krokodil gar nicht. Oh, jetzt könnte ich den Nature's Cry nehmen. Mann, nee. Und ich packe jedes Mal den Kram aus. So, komm her! Also ich treff's nicht. Das Kroko. 40 Schaden habe ich gemacht übrigens. Hallo. Oh, du blödes Krokodil. Ach, läuft das hier. Ja, ich habe kein Stamina, deswegen komme ich ja auch nicht ran. Also ich treffe mein Krokodil gar nicht, muss ich sagen. Ja, ich treffe auch nicht mehr. Komm jetzt her. Jetzt. Ja, du musst halt weg vom Gesicht.
Beim Gesicht bringt's gar nichts. Das ist aber wirklich schade, dass das hier momentan so ist. Das war nicht immer so schlimm. Wobei, ich glaube, das ist nur mit den Tieren so schlimm, ne? Ja, weil das Problem ist, selbst wenn ich vorne rumrenne, backe ich ab und zu mal wieder direkt vor die Schnauze. Komm zur Rettung! Ich komme halt auch nicht rum. Ich weiß es von hinten, oder auch nicht? Treffst nicht. Her. Ich habe auch keine Ausdauer. Jetzt. Also das Kämpfen mit dem Wolf ist... Schade, ist das bescheiden. So, jetzt schnapp dir die Flasche. Nee, erstmal ein Wölfchen heilen, der ist fast tot. Mm. Aber das Heilen geht relativ flott. Mm. Ja, ich krieg leider hier nichts von der Heilung ab. Ich dachte, ich krieg da was ab. Aber ich kann das selber noch lernen. Ich glaube, ich habe das nur noch nicht... Mal kurz gucken. Also ich habe jetzt auf jeden Fall den Wolf fast voll geheilt mit einmal. Also er hat jetzt irgendwie die Hälfte Lebenspunkte gehabt und er ist jetzt fast voll geheilt. Ja, sehr gut. So, Nature's Cry. Also das Kämpfen, also die Hitboxen sind echt noch ein bisschen bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es macht jetzt keinen Spaß, da direkt mit dem Wolf und dem Krokodil anzugreifen. Denn wenn man halt wirklich davor steht, naja, da trifft man halt irgendwie so gar nicht. Wo ist denn dein Wolf? Achso, du bist noch drauf. Der hat jetzt so viel gefressen hier, dass er... da ist überladen. Das überladen ist. Ach Gott. Der läuft hier mit dir, Wölfchen. Ach komm, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Da hängt wieder so ein Manta an der Wasseroberfläche. In Tod. Also Fischöl nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, na, das habe ich auch nicht weggeworfen. So, dann einmal rüber. Ja. Juhu. Mal langsam Richtung Heimat hier. Mhm. Nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Das wollen wir nicht. Mir passiert wohl eigentlich nichts, weil, wie gesagt, Wölfchen ist wieder voll geheilt. Aber die Hitbox ist halt wirklich Katastrophe. Und der Ausdauerverbrauch, also wenn du keine Ausdauer hast im Kampf, bist du am Arsch. Ja, also da musst du halt wirklich bei den Wölfen noch richtig viel in Stamina packen. Aber erstmal halt noch Lebenspunkte. Oh, ein Rhino. Hallo, zwei Rhinos. Cool. Das muss auch noch ziehen. Die hier ein bisschen komisch aussehen, muss ich sagen. Die laufen ein bisschen komisch. Nee, ich finde die Optik ist halt irgendwie, die Platten da oben drauf sind halt komisch. Guck mal kurz die Flasche hier vorne. Ja. Hallo Rhino. Na, alles fett? Was brauche ich denn da eigentlich zum Zähmen? Bola, glaube ich. Ach, schon wieder mit der Bola runterkloppen. Och, jetzt, genau. Rhino, back bitte über den Wolf. Sehr schön. Trotzdem laufen die komisch. Ja, da können sie echt noch ein bisschen was nachlegen bei den Animationen. Ja, wobei ich finde jetzt nicht so schlecht. Ja, wenn, ja. Weiß nicht. Es ruckelt immer so ein bisschen rum, wenn man da in der Nähe ist. Hallo, wenn du hier, weiß ich nicht, 3 Tonnen wiegen würdest, würdest du auch nicht nochmal laufen. Was war das? Ach so, wieder so eine Seagull. Und der Abend bricht rein. 21:06 schon. Honig! Und in der Wespen raus, oder eher Wespen, da schon Bienen. Ach so, muss man wieder raufschlagen. Na, mit der Spitzhacke idealerweise. Oh, oh. Ja, ja. Sehr schön. Haben wir? Der ist ja noch nicht komplett abgebaut. Ich kann mal nichts mehr tragen. Ach so, ja gut. Der ist natürlich sehr schwer. Ja, warte mal. Was hau ich denn weg? Ach, das Fleisch kann wirklich weg. Ja, hier Keratin und so. Brauchen wir eigentlich alles. Bis auf das Fischöl kann alles weg. Genau. Für die Organic Paste behalte ich auch noch. Mal gucken, ob der Rest jetzt... Ja, ich bin jetzt nicht am schnellsten, ja, aber es ist okay. Noch ein bisschen Honig weg. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass wir den mitnehmen. Wir haben ja bei uns Honig. Boah, ich würde da mal so reinbeißen in diese... Lecker Honigwaben hier. Mm. Hier ist noch mehr Honig. So viel brauchen wir da doch nicht. Aber wir hatten noch keine Discovery Points hier. Nee, das ist auch so ein bisschen komisch. Das wundert mich. Hallo Kuh. Oh, wir brauchen eine Kuh. Ja, aber die nehme ich jetzt aber nicht von hier aus mit. Nein, 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 nein. Da müssen wir irgendwann mal einen geplanten Ausflug machen, wo wir auf jeden Fall mit einer Kuh zurückkommen. Denn dann können wir Milch bekommen.
Einmal raus, ran an die Kuh, los geht's. Eine Runde rummelken. Hier vorne rannte gerade irgendwie ein Wolf rum. Ah, oh, ich muss kurz warten. Ausdauer. Ja, der ist bei dir. Ja, was ich jetzt cool finde, ist, du kannst diesen Buff, diesen Nature's Cry, relativ häufig anwenden. Ja, das stimmt. Muss man nur machen. Nee, blöde Vulture. Oh, ich beiß den Baum. Oh, die Ausdauer. Mann, oh. Ja, Ausdauer ist auf jeden Fall echt so ein bisschen... Ein Albtraum ist das. Freya, da müssen wir dran arbeiten. Ich wechsle dann einfach erstmal ab demnächst. Also zwischen Level für Stamina und Level für Lebenspunkte. Jetzt, da hängt man an der Schildkröte fest. Aua, da ist die Freundesschildkröte gleich aggressiv. Die Freundesschildkröte. Die Ninja-Turtles, ne? Ja, ist halt wirklich so. Ich glaube, ich laufe hier so langsam nach Hause, ey. Das ist ja wirklich hier ein Albtraum. Einfach nicht springen. Ja, das geht auch ohne springen, das ist einfach, wenn ich hier renne. Ja, dann läufst du zwischendurch mal ganz kurz langsam und also musst ja nicht ganz anhalten. Einfach nur kurz, bevor die Aussage ganz alles, einfach mal halt kurz nochmal laufen. Kobra. Und eine Klapperschlange. Ja, ignorieren einfach. Aber die Zeit kann ich zum Regenerieren nutzen. So, nochmal F3 hier anschmeißen. Ach, da bist du gar nicht. Ha, das war die Kobra. Oh, oh. Bist du unten am Strand weitergelaufen? Ja, nö. Oben ja, nö. Oben drüber, aber ist egal. Du kommst eher in der gleichen Stelle raus, weil ich stehe am Strand. Ja. Also, beziehungsweise oberhalb vom Strand. Und irgendwer hat übrigens meine Sichel aus dem Schrank gemobst, ne? Na, aber da war noch eine. Ja. Dann kannst du aber die andere nehmen. Aber in meinem Schrank war keine mehr drin. Die habe ich aber nicht. Ich habe. Nee. Ich habe meine Sichel aus meinem Schrank ich genommen. Ich habe da extra meinen Namen reingraviert und kontrolliere das. Das glaube ich nicht. So, bisschen Licht hier. So, ich habe Mario aus den Augen verloren. Einfach naja. Weiter. Ach, da ist er. Hier vorne ist nämlich auch noch eine Tempelruine. Noch eine. Das ist die, wo wir am Anfang angekommen sind. Oh, warte. Keine Ausdauer. Also wirklich, das Stamina-Management ist hier noch für den Arsch. Und vor allem ist hier ein Kroko da drüben. Gleich wieder Spaß beim Kämpfen. Oh nein. Ach übrigens, ja. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Hinweise zu verschiedenen Shantys und Piraten und Seemannsliedern. Haben wir schon mal geguckt, was da so alles Schönes gepostet wurde? Ich bin nicht mal auf My Bonnie is over the ocean gekommen, ja. Das ist mir total entfallen, aber das gehört ja auch dazu. Das kann man hier voll rumsingen, ne? Ich also bin immer, jetzt fahren wir über den See. Wir fahren jetzt über den See. Das auf jeden Fall. Wir fahren ja gerade nicht über den See, aber ne, also, das ist so eingängiger Wurm. Ja, aber da waren echt ein paar Sachen bei, fand ich cool. Also muss ich auch noch. Ja, aber einige kannte ich gar nicht. Da muss ich mir mal ja, ich auch nicht, deswegen. Wir legen uns eine YouTube-Playlist an. Dann hören wir da mal rein. Aber das ist halt wirklich cool, ne? Das versetzt einen dann so ein bisschen in die Seemannsstimmung. Wenn wir dann mal wieder so eine große Segeltour machen hier, so eine Schiffstour, dann ziehen wir uns vorher so ordentlich Musik rein und dann sind wir richtig gehypt. Aber hallo. Ach ja, nur Schleichen ist schöner. Also du hast echt keine Ahnung, was Ausdauermanagement angeht. Ich muss da auch nicht die ganze Zeit bremsen. Ja, aber ich. Ja, eben. Weiß auch nicht, was da los ist. Was da los? Vielleicht machen die 15 Punkte schon den Unterschied. Nein, machen sie nicht. Doch, bestimmt. Nein, machen sie nicht. Bestimmt. Nein. Ach Mensch, und es ist Nacht und... Aber Mensch, einen Sextanten wollten wir noch bauen. Ja, aber wir haben keine Edelsteine. Stimmt, da war was. Da fehlt die Truhe. Das ist das Problem. Da müssen wir halt mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob man wirklich bei diesem komischen Fritzen da im Freeport, ob man da Edelsteine eintauschen kann gegen... Weiß nicht, Kristalle zum Beispiel oder so. Sollten wir vielleicht mal gucken gehen, ne? Beim nächsten Mal. Das werden wir tun. Ah, die Badewanne. Oh, und da ist noch wieder... Heimische Gefilde, Flasche. Mensch. Hier ja. Waren wir noch. Weißt du, wir sind am Anfang hier angelandet, an der Stelle, und haben trotzdem nicht oben geguckt, was da los ist, ne? Nee,
Oder war auch natürlich garstiges Viehzeug. Wo willst du hin? Na, ich wollte mal zur Flasche da. Nee. Nein. Ich erst zur Ruine. Hut. Mit Hut. Vor allem das Lustige ist immer, wenn man irgendwie von dem Viech getötet wird, zum Beispiel von einer Schlange, hebt die immer so den Kopf hoch, ne? Mhm. Quasi so die Animation. Und wenn der Wolf dann da drauf steht, dann wird der Wolf auch mit hochgehoben. Mhm. Sehr schön. So, ich bin da. Bin da. Wahrscheinlich gibt es hier oben auch nichts. Warte auf mich. Du weißt, die Menschen ohne Ausdauer sind unterwegs. Ach, furchtbar, ey. Also, da musste man ein bisschen Sport machen. Ja, weiß. Konditionstraining. Fürs Wölfchen und für mich. Ich steig mal kurz ab, Alter. Der Nachthimmel sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Ja, deswegen, ich freue mich schon drauf, wenn wir halt echt einen Sextanten haben. Weil dann kann man nämlich hier Sterne gucken und was ganz Tolles bekommen. Hm. Ich weiß halt gar nicht, wie viele komische Punkte es gibt hier in diesem Quadranten. Sieht man noch irgendwo Atlas? Wir haben Discoveries. Vielleicht gibt es hier auch gar keine. Wo steht das? Na, normalerweise müsste das irgendwo stehen, aber ich weiß halt nicht wo. Saved. Eins von fünf. Ah, hier, guck mal, Questlog steht auch da. Finde hier die Quelle der Jugend. Ja gut, aber die haben wir ja nicht. Alle 50 Ingame-Tage. Aber die gibt's hier auch dann nicht, ne? Also es ist normal, dass das eigentlich dort aufploppt als Quest und dann trotzdem nicht möglich ist. Ja, kann ich ja nicht sagen, aber ich glaube mal schon, dass es hier nicht gibt, weil die sind ja immer in den komischen Quadranten mit diesen Powerstones. Hm. Ja, nichts zu sehen. Ja gut, aber was demnächst noch kommen soll, sind ja Quests und sowas. Also Daily Quests und irgendwie, die man machen kann. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das hier alles insgesamt möglich sein wird. Generell glaube ich schon, dass natürlich bei den privaten Servern auch einiges möglich sein wird. Das wird sich jetzt nicht zwangsläufig nur auf die Powerstones und die Region beziehen, weil das ist ja eigentlich im Prinzip das Einzige, was fehlt, die Powerstone-Region. Mhm. Ansonsten ist ja nichts. Also, na klar, und logischerweise dann der Bosskampf, aber da gibt es ja auch schon Karten, wo Bosskämpfe möglich sind, also wo man auch die Hydra beschwören kann, etc. Das ist ja schon möglich, ne? Komm mal her. Ja, Karten für. Ich bin gerade zurückgeritten. Hier ist so ein Kroko. Oh, jetzt ist weg. Das hatte so einen komisch deformierten Schwanz. Also der stand jetzt nicht nach oben, aber der war ganz komisch gekringelt. Oh, das Grillenzirpen. Ja, also Geräuschkulisse auf jeden Fall total super. Toll. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt und ich werde mir dann auf jeden Fall so ein Holzbein-Skin zulegen, wenn er denn dann ins Spiel kommt. Irgendwann so Ende Februar soll ja der Patch kommen, irgendwie hieß es. Wo die Sachen dazukommen, auch so an die Augenklappe hatten wir schon, die ist ja schon im Spiel. Aber so Holzbeinskin und andere Sachen noch im Spiel, wie gesagt, Questsystem etc. Da bin ich schon echt gespannt, was da noch alles kommt. Und wie das dann auch umgesetzt wurde dann im Spiel, wenn es dann endlich mal da ist. Also das Questsystem interessiert mich wirklich sehr. Muss ich einfach sagen, was auch immer das für Quests dann sein werden. Weil gut, eine hat man jetzt ja schon gesehen, hier Questlog für die Quelle der Jugend. Ja gut, aber das ist ja... Jeder halt irgendwie auch machen. Das ist ja schon eine spezielle Quest, die ja sich wirklich auf das Altern bezieht quasi. Ja. Aber sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine andere Daily Quest dazukommt oder so, wo man halt auch coole Sachen finden kann, von mir aus auch irgendwie, ich weiß nicht, bestimmte Stellen bereisen oder irgendwelche Schätze finden irgendwo, das wäre schon ziemlich cool, glaube ich. Ja, dann kriegst du halt Gold als Belohnung. Man kann sich ja ganz tolle Sachen kaufen. Mhm. Oder halt andere Skins. Irgendwas mit Kosmetik. Ja. Ich habe übrigens eine Journeyman Treasure Map gefunden auf B2. 1104 Gold. Boah. In B2. Da könnten wir shoppen. Ja, B2 ist bei uns hier. Ich guck mal kurz. Guck sie dir mal an, bitte. Genau. Ich guck mir meine auch nochmal an. Ach so, aber ich habe ja keine für B2. Ich habe ja nur B1. Nee, ich guck mal kurz. Das müsste hier auf der Insel auf jeden Fall. Das ist doch... Also, Moment. Die Kunde. Also, wenn ich diese Karte angucke, dann ist dieser Part auf jeden Fall da oben. Ja, die Unterseite. Ja, aber das ist doch die Startinsel. Okay. Oder ja, das ist die. Ist doch da, oder? Ja, es ist die. Hm? Ja, witzig, ja. Also es sieht ja auch so aus mit diesem kleinen Wasser da in der Mitte. Mhm. Ja, dann wissen wir ja, was wir beim nächsten Mal tun. Auf der Startinsel. WTF, da können wir uns durchsterben. Ja, das ist okay. Also vielleicht heuern wir dann auch noch einen NPC an. Der kann da mitkommen, da kann man doch NPCs kaufen. Wir bauen einfach Granaten, also du baust Granaten und dann geht's los hier. Oha. Ich weiß gar nicht, was wir dafür brauchen. Das sind Pläne.
Wahrscheinlich Kristall oder so. Ja, aber Kristall kriegen wir jetzt, ja. Wissen wir ja. Genau, dann müssen wir auf jeden Fall mal eine Riesenladung Kristall holen. Dann müssen wir ein großes Schiff bauen. Ach, und generell, wir packen eine Kanone ein, los geht's. Wir müssen auf jeden Fall noch Beete anpflanzen. Wir müssen noch so viel machen. Wir haben so viel zu tun. Und bauen müssen wir auch noch. Also du. Ja, aber ich komme nicht dazu, weil irgendwie... Ja, weil immer die Abenteuer warten. Ja, aber... Na was denn? Wie soll ich denn sonst jemals ein Schloss fertig kriegen? Ja, das ist richtig. Du darfst auch mal wieder bauen, ne? Der Mario darf demnächst auch mal wieder bauen in der Folge. Dann könnt ihr euch voll inspirieren lassen. Darf ich bauen? Doch, doch, darfst du. Ich fahre mir den ganzen Quark ran hier, weißt du, und dann wird das alles verbraucht für... Deko-Mods. Weiß ich nicht. Deko-Mods. Was auch in Ordnung ist, aber ja, so kriege ich natürlich kein Haus zustande. So. Oh, guck mal, hier wieder so ein Emu. Mhm. Oh, wir rennen jetzt trotzdem nach Hause. Ja, ich kann nicht rennen. Aber du hast doch gerade getankt, sag mal. Was ist denn schwer los? Wir müssen mal die Wölfe tauschen, ich sagte das. Macht bestimmt den riesen Unterschied hier. Nee, macht's nicht. Doch, bestimmt. Das wäre halt geil, wenn man diesen Nature's Cry aktiv hat, wenn man dann halt unbegrenzt Stamina hat für die Zeit. Ja, aber das wäre ein bisschen invalid. Alpha Cobra 172. Oh, und ich habe keine Ausdauer, ich muss warten. Hinter dir. Ja, ja, das ist ja schön. Ich nehme dir mal mit, sonst hast du gleich eine Hacke. Ja. Uiuiui, ich nehme den Weg durchs Wasser. Ich will jetzt auch nicht testen, wie das ist, mit den Wölfen gegen die zu kämpfen. Oh, ein Schaf. Oh Gott, wir müssen aufpassen. Die Kobra kommt zum Schaf. Oh. Okay, ich nehme sie wieder mit. Ich hätte sie sonst anschießen können. Ja, wir brauchen Feuerpfeile für so eine Alpha-Kobra. Oh, und da ist noch so eine andere Kobra. Warte, ich hab Feuerpfeile. Aber vielleicht nicht in der Nähe vom Schaf. Warte mal. Ich muss doch nur vor die schießen, ne? Ja. Ja. Okay. Jetzt gucken, dass sie ja, halt schon ein bisschen... Du hast, glaube ich, aber die Kobra selber getroffen. Oh, oh. Ich muss noch die andere Kobra kaputt machen. Kurz. Sonst nervt die hier so rum. Noch Vorsicht, die andere kommt. Kannst du die weiter wegziehen? Nicht, dass der Wolf hier irgendwann umkippt. Oh, hallo, Alpha-Kobra. Mann, jetzt trifft man hier auch wieder nichts. Wow. Hitbox für den Arsch. Die Hitbox ist wirklich... Diese Hitbox ist ein echter Albtraum. Und ich habe keine Ausdauer. Du musst mich beschützen, bitte. Ja, super. Was soll ich machen? Die Kobra wegnehmen. Wow. Wobei die bei... Nein, 23 Schaden macht sie. Ich mache halt nur... Warte mal. Wo ist denn die jetzt? Da vorne. Jetzt habe ich sie. So, ich mach mal hier auch mit den Nature's Cry. Ah, falsch. So, komm. Die snacken wir jetzt weg hier. Wenn man sie treffen würde. Ja, komm, das Problem ist mit den ganzen Effekten. Ich sehe halt nicht mehr die Kobra. Wow. Oh mein Gott. Oh, oh. Ich sehe auch nur noch grün. Was denn? Nein, muss weg. Ja, dann weg mit dir. Aua, ich häng fest. Oh. Meine, die ist ja fast tot. Ja, aber ich muss hier trotzdem erstmal kurz. Oh, mein Bogen ist kaputt. Ich habe leider nichts zum Reparieren mit. Ja, macht doch nichts. Wir können mal ganz kurz tanken hier. Wo sind die? Ja, die kriege ich noch da vorne rum bei der in Richtung Quietscheente. Oh, erstmal Level verteilen. Vor Schreck. So. Stamina. Ist natürlich auch eine Idee, mit der Knarre zu schießen. Ja, aber das ist aber nicht so effektiv bei denen. Kann ich deinen Bogen haben oder willst du meine Feuerpfeile haben? Ich mal kurz weg hier. Oder warte. Komm, nochmal so. Komm her, 20 Schaden. Na, sie haut gerade ab. Komm. Kriegen wir platt hier. Schon wieder ein Level ab. Ja, easy. Alpha Cobra gelegt. Man muss sich nur mal trauen. Das bringt eigentlich gar nichts, das zu sammeln, weil
Naja. Müssen wir eh wieder wegschmeißen. So, Lebenspunkte. Brauch ich die mit dem Schwänzchen wackeln? Ja. So, 2 Level Lebenspunkte. 6 Lebenspunkte pro Level ab, ist schon echt. Ist wenig. Wolltest du das nicht mal umstellen? Ja, wollte ich eigentlich. Kannst du das mal machen? Ja. Zum nächsten Mal. Noch eine blöde Kobra, ey. Ist egal jetzt. Geht es nach Hause. Ja. Ich beiß sie noch ganz kurz. Theoretisch beiß ich sie. Praktisch lässt sie sich wieder schlecht treffen. Komm her. Diese blöde Kobra. Diese Hitbox, nee, das ist mir jetzt egal. Bevor das in die Hose geht, komme ich lieber zurück und heil mich. Oh, aber das ist wirklich ganz schön hell, dieser Heilungseffekt. Der ist auch ein bisschen zu krass. Da siehst du ja wirklich gar nichts mehr. Man sieht ja leider nicht wirklich was, ne? Nee, du siehst gar nichts mehr. Außer die blöde Kobra hinter mir. Vorsicht, Kobra! Die hängt, die kommt jetzt hier rein, glaube ich. Du hättest mal die Wand zumachen können. Na, warum gehst du denn da rein? Na Mensch, ich wollte doch rein. Ja, Mann, du sollst ja da erst kalt machen. Na, ging ja nicht mehr. Ja, super. Bringst du die mit nach Hause? Ja. Muss ich jeden Dreck mit nach Hause bringen. So, jetzt guck mal. Am Stiefel abgestreift. Hui, was für eine Action hier. Toll. Ist ja nichts passiert. Alles gut. Wölfchen darf wieder rein. Wer eine Etage höher zum Schäfchen. Oh. Nee? Nee, lass sie unten stehen. Ich komme auch gar nicht mehr hoch. Ich back hier rum. Sehr schön. Na gut, haben wir. Erstmal ausladen hier. Ja. So, Wölfchen, hast du jetzt fertig gefuttert hier oder brauchst du noch ein bisschen? Komm mal mit, Fenrir. Da, ey, der ist so voll gefuttert. Na warte, ich kann was rausnehmen. Hättest du mir doch geben können. Ich brauche mal eh nicht. Rein mit dir. Zu breit für die Wand. So, Wand wieder hin. Ja. Als ob nichts gewesen ist, ne? Kochtopf an. Achso, ich habe kein Holz. Schade. Da hätten wir hier wenigstens ein bisschen Beleuchtung. Aber meine Fackel muss reichen. Ui. Mann, Mann, Mann. Was ein Ausflug. Aber wirklich. Nichtsdestotrotz sind wir durch für heute. Mhm. Haben wir doch schon einiges erlebt. Ja. Und ja, ich bin gespannt, was beim nächsten Mal dann auf uns zukommt. Vielleicht schon eine Schatztour, vielleicht aber auch noch nicht. Erstmal noch ein bisschen vorbereiten. Wir schauen einfach mal. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder in See stechen. Das steht fest. Könnte man einen anderen Sektor besuchen. Ja, das können wir machen. Vielleicht mal Schneebiom oder Flugfahrt. Gemäßigte Klimazone oder keine Ahnung, mal gucken. Gibt es ja einige Sachen, die wir noch ausprobieren können. Schneebiom würde ich mir gerne mal angucken. Das wäre echt cool. Aber gut, das dann wirklich beim nächsten Mal. Vielen Dank an euch fürs Reinschauen. Na? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.